So, herzlich willkommen bei der Show. Ja. Mir ist leider wieder aufgefallen, dass mit dem Ton nicht ganz so prickelnd war. Ja, perfekt. Die Hintergrundmusik. Die Hintergrundmusik war leider etwas zu laut. Deswegen werde ich sie jetzt ein bisschen runterstellen. So, ich hoffe mal, das passt so. So, wie gesagt, wir spielen derzeit Doom for Doom, also Doom 2016 auch gemeinhin genannt, mittels Extermination Day auf GZ Doom. Meine Fresse, so viel Doom. So, der kam ja wie auf Bestellung, was ist hier los? Ich hatte doch gar keinen Imp bestellt. Oha. Hallo Freund. Oh, okay, wenn die an der Decke sind, stirbt man scheinbar nicht. Ist ja mal voll lame. Lol. Ist das nice. Ey, vor allem die Kisten rutschen nach. Guckt mal, jetzt, wenn ich stoppe. Jo, rutschen sie noch nach. Die haben mich einfach nicht so viel Grip. So, erstmal alle Gefahren hier wegräumen. Wir wollen ja hier schließlich nicht sterben. Oh! Apropos Gefahren. What the fuck? Ich habe immer noch keine Kettensäge. Sind da zwei? Yep, das sind zwei. Danke. Ich glaube, die mögen mich nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ich war bisher zu jedem Menschen nett. Zu jedem. Na gut, allerdings muss man dazu sagen, das waren keine Menschen. Von daher. Ah! Ja, den Raum kenne ich noch. Das ist ein Secret. Da ist ein Monster. Und eine Waffe. Eine Waffe klappt. Eine Waffe. Das sieht mir aus wie ein, ja, Raketenwerfer, ein Revenant. Upsala. Ja, ich kenne nicht von allen Monstern die Namen. Ich weiß nur, dass das jetzt zum Beispiel ein Revenant ist. Ich korrigiere, dass es ein Revenant war. Da kommt er gar nicht rein. Leco Mio. Na gut. Dann machen wir weiter. Okay. Ich werde das Level an der Stelle unterbrechen und mal eine Community-Umfrage machen, ob ich hier durchgehen soll oder durch die Tür gehen soll. Spaß. Wir gehen natürlich ganz ordnungsgemäß durch die Tür. Hallo? Gott, das sieht ja auf einmal alles so anders aus. Ey, die haben da manche Sachen echt komplett überarbeitet. Ich meine, die Rollkugel als solches war schon früher so. What? Aber es sieht einfach anders aus. Ich muss schon sagen. What? Ich habe Frauen und Kinder, töte die. Dann mal. Lass mich am Leben. Ja, Extermination Day spielt auf irgendeine Mars. Dementsprechend ist die Gravitation auch sehr, sehr schwach. Also normalerweise reicht normal Sprung komplett aus. Weil ich ja aber Doppelsprung habe,
fliege ich einfach mal bis zum Mond. Auf dem Mars zum Mond. Also eine sehr weite Strecke. Ja. Vom Mond zur Erde ist dann praktisch bloß noch ein Katzensprung. Da spart man sich ein Jetpack und diesen Jäger ab. Was erzähle ich hier eigentlich? Okay. Weiter im Text. War ich jetzt überhaupt richtig? Also, ich war hier, ich war da. Ach klar, ja, ja. Achso. Immer schön den Schalter benutzen. Hier müssen wir erstmal rein. Wow. Out. So. Ein Imp. Noch ein Imp. Ich weiß noch nicht mal, was das überhaupt für Kreaturen im Echten darstellen soll. Ob es einfach irgendwelche mutierten Zombies sind. Ich meine, Zombies sehen ja doch schon ein bisschen anders aus. Das sieht ja eher aus wie so Tiger, die auf den Hinterbeinen laufen. Keine Ahnung. Was ist das für eine Waffe? Okay, sie lädt auf, wenn ich laufe. Habe ich sie noch nie benutzt. Ach, ich habe auch gar keine Munition. Ah lol, die lädt sich nur auf, wenn ich laufe. Also hier gibt es gar keine Munition für die Waffe. Lol. Cool. Hat eine Backpack-Waffe. Backpack. Klar, eine Backup-Waffe. Wenn man mal ein bisschen schlecht bei der Muni ist. Allerdings kann man hier auch immer nur einmal feuern. Hat aber eine gute Durchschlagskraft. So, dann wollen wir mal. Ah, genau das meine ich. Ich muss immer laufen, damit die auflädt. Nee, komm. Ich bleib bei der guten alten. Ach, komm, alle weg, 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 alle weg. Die gute alte Pistol ist immer noch die beste Waffe. Allerdings, Upgrade. Waffenpistole werde ich mir mal den Trigger gönnen, damit ich nicht jedes Mal links klicken muss, wenn ich schießen möchte, sondern einfach die linke Taste gedrückt halten kann. So, dann erhöhen wir noch Feuerkraft. Ja, also und steht der Primary Damage, es gibt praktisch zwei Arten. Das für Secondary das habe ich die Geschwindigkeit. Das habe ich die Leistung. Man hatte gesagt, mit Linksklick ist das hier, das ist dieses Primary Damage. Primary Damage. Mein Englisch ist egal. Und dann gibt es noch dieses mit dem Aufladen, das ist dieses Secondary Damage, wo man halt ja mehr Durchschlagskraft hat, dafür aber erstmal laden muss. Und dieses Second Damage Speed ist halt das, wie lange er braucht zum Aufladen. Und jetzt kann ich einfach mit linker Maustaste gedrückt halten und er schießt dauerhaft. Apropos schießen, wer schießt hier? Hallo? 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 Ach da. Leute, schickt das Arbeit an. Ja, die Pistole ist relativ schwach im Vergleich zu anderen Waffen, allerdings gerade auf weiter Distanz. Doch schon relativ gut. Also ich spiele gerne mit der Pistole. Mit der Shotgun ist halt nur gut, wenn man Nahkampf hat, also jetzt Person zu Person, wie halt auch im Echten. So. Wow. Beinahe wäre ich in den Gemüseeintopf gefallen. Und dabei mag ich doch gar kein Gemüse.
immer schön in Bewegung bleiben. Übrigens, es gibt's bei Doom for Doom, gibt es genauso wie, glaube ich, auch in echten Doom 2016 keine Hitscanner. Heißt also praktisch, Leute, die mit Gewehren schießen und sobald die geschossen haben, haben sie dich auch schon erwischt. Sondern hier hat man immer halt diese Kugeln. Also ich habe halt richtig funktioniert, aber die Gegner, die verschießen also generell diese komischen Feuerbälle, Magicbälle, oder Energiebälle. Was tue ich hier? Was tue ich denn hier? Ich serviere mich hier auf dem Silbertablett. Hallo. 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 Interessant. Ach so, ja, was mir gerade aufgefallen ist. Doom for Doom hat extrem ekliges Auto-Aim. Das müsst ihr erst anpassen. Und zwar geht ihr dazu in die Einstellungen, Optionen und dann geht ihr in die Gameplay Options. Hier. Smart Auto Aim, das müsst ihr auf Only Monster stellen. Und zwar am besten bevor ihr das erste Spiel anfangt. Heißt also vor dem ersten Speichern. Das hat den Hintergrund, normalerweise ist das auf dauerhaft eingestellt. Problem dabei ist, er zielt dann wirklich automatisch auf alles, was euch in den Weg kommt. Alles, was nicht feste Map ist. Heißt also, wenn ihr jetzt hier Monster habt. Und hier unten steht ein Baum. Und man kann den Baum verschießen, weil das kein fester Bestandteil der Welt ist. Die zielt auf das Monster, ja? Ihr habt gerade so einen Jackie Chan Western 2-2 Kampf, 1-1 Kampf. Und ihr zielt den Typen direkt in die Fresse, ja? Und schießt. Ja, da denkt sich Doom for Doom, ja leck mich, ich schieß einfach mal auf den Baum. Und deswegen müsst ihr bei den Optionen, bei den Gameplay-Optionen, wie gesagt, auf Only Monster stellen. Damit er halt wirklich nur auf Monster schießt und nicht auch auf irgendwelche Umgebungsobjekte. Oder aber ihr schaltet dieses Auto-Aim einfach komplett ab. Das geht natürlich auch. Wenn ihr es aber komplett abschaltet, würde ich euch was anderes empfehlen. Und zwar geht ihr bei Gameplay-Mods nicht das hier auf Off, weil das habe ich noch nie probiert. Sondern ihr geht hier unten auf Allow Auto Aim. Das müsst ihr dann abschalten. Weil damit deaktiviert ist dann wirklich komplett. Würde ich euch dann empfehlen, wenn ihr Auto Aim gar nicht mögt. Bei Doom for Doom finde ich das gar nicht mal so schlecht, weil es sind halt hier fortschrittliche, moderne oder vielmehr Zukunftswaffen. Von daher, Waffen der Zukunft könnt durchaus sowas haben. Wenn ihr aber mit Brutal Doom spielt zum Beispiel, das sind ja reelle Waffen, die danach geblendet werden, also Waffen, die es heutzutage gibt, und die haben, soweit ich weiß, kein Auto-Aim. Und dann könnt ihr es halt damit auch komplett deaktivieren. Dann habt ihr praktisch das gute alte Feeling von echten Waffen. Ja? Die Dinger, die Scharfschützenmunition verschießen. Am laufenden Fließband. So, wir sind durch. Aha, jetzt blaue Karte. Okidoki. What the? Hallo. What the? Ich sollte mal besser meine Flanken schützen hier. Das ist ja. Wie sicher ich denn einen Raum? So, immer schön mit gezogenem Hahn. Oh, komm doch. Wenn du dich traust, dann komm doch. Sag mal, dann krieg ich eigentlich mein erstes Sprunggewehr.
Das sieht ja hier echt mau aus. So, dann trinken wir mal ein bisschen. Ich muss an die Schaltung kommen. Geht doch. What the fuck? Du Scheiße, was ist denn hier los? Oh mein Gott, ich brauch mehr. Okay, heute werde ich sterben. Habt ihr schon gespeichert? Nee, ne? Ronny, du bist ein Genie. Okay, herzlichen Glückwunsch. Lass mich doch mal in Ruhe. Meine Güte. Ich höre noch Gestöhne. Wo kommt der denn jetzt her? Ich hatte den Raum hier oben noch schon gesichert. Hallo? Keiner da. Haben eigentlich die Kameras hier alle verschiedene Funktionen? Tatsächlich. Ja lol, die haben alle verschiedene Blickwinkel. Momentchen mal. Ach! Ja, da ist die Tür offen. Wodurch die geöffnet wird, ich weiß es nicht. Aber der Raum hier interessiert mich. Wo ist denn der? Okay, vor der Tür leuchtet es rot. Ach, das Secret da hinten. Och nö. Apropos Secret, wir haben hier noch ein Secret. Ja, Secret Hunting. Ach, hier oben ist ja auch noch ein Secret. Och nö. Secret Hunting ist bei Doom for Doom relativ wichtig, weil, wie ihr schon beim ersten Level gesehen habt, immer dann, wenn man alle Secrets gesammelt hat und, also, ja genau, alle Secrets mitgenommen hat, sag ich jetzt mal, und alle Monster erledigt hat, bekommt man einen extra Bonus. Von daher werde ich jetzt mal diesen Bonus wahrnehmen. Hä? Ach, da oben, oh Gott. Okay, da brauchen wir dann die Schutzrüstung. Achso, die rote Karte habe ich ja noch gar nicht. Warte mal, ja eben, das war doch das, wo da hinten war. Das war früher, glaube ich, auch schon da. Und dann gibt es noch ein Sie. Ich mache erstmal die beiden hier. Was kommt durcheinander? Die haben ja drei Schutzanzüge. Von daher. Bei dem Schutzanzug kann man so schlecht atmen. So, wir gehen erstmal hier unten hin, weil Wegen ist näher. Oha, der Berserker. Jetzt wird verfickt, bis der Arzt kommt. So, mal gucken. Hoffentlich lohnt sich das mit dem Berserker-Pack überhaupt. Ach, ich hab noch gar nicht, ja. Da war ja was. Ah. Hat sich also nichts dran geändert. So. Okay. Keine Falle, kein nichts. Oder doch. Das war gerade ganz schön laut. So, der Raum ist natürlich immer noch zu. Das sieht doch schon besser aus. Moment mal, was jetzt? So, ich werde auf jeden Fall mal ganz kurz, das ist mir jetzt ein wichtiges Anliegen, gerade jetzt beim Let's Play. Nein. Okay. Was suche ich jetzt überhaupt? Automap. Automap, das da.
Empty space. Nein. Man kann die Schrift doch nicht so gut lesen. Das ist das Einzige, was ich an Doom for Doom hasse. Diese Schriftart, die sie verwenden, die kannst du quasi gar nicht lesen. Overlay, enable texture. Schade eigentlich. Ich wollte oben links diese Schrift ein bisschen größer machen. Das scheint aber nicht zu... Obwohl doch das hier... Ja. Ach komm, lass mal. Lass mal getrost schweifen. So, okay. Wo waren wir? Wir mussten, genau, passt ja. Hier müssen wir auch hin. Wir müssen uns hinten noch ein Secret abholen. Ich habe nur geachtet da oben. Ein bisschen Ammonation. Wobei das ja eher wohl Armor ist. Also Liebe. Liebe für den Geist. Haben wir jetzt alles an Secrets? Nein, uns fehlt noch eine ganze Menge. Wir haben... Achso, die soll nicht. Ein Secret fehlt noch. Der ist selbst, kann die Schrift schon kaum lesen. Warum? Wer macht denn die Schrift so klein? So, hier waren wir schon überall. Genau, das war das hier. Ja, wo geht's jetzt so? Achso, ja. So, einmal nach hinten. Und damit haben wir schon mal alle Secrets. Und eine schicke Waffe. Mit der man definitiv nicht rumspielen sollte. Hä? Da hinten ist nichts mehr. Ich habe noch immer keine Tiersturmgewehr. Das ist traurig. So, jetzt geht's hier zum Exit. Was war's denn auch schon? Oder auch nicht. Hallo. Da ist eine Tür. Das ist... Kundschaft ist da. Okay. Und Poppy. Und so. Poppy. So, dann würde ich sagen, wenn die über Türen sind, fange ich erstmal hier an. Ja, oben. Eben, die haben auch gerade nur drei Fünftel der Gegner. Da fehlt also noch ein bisschen was. Na super, da haben sie die Map jetzt sogar noch stark erweitert. Schon nice auf. Obligatorisches nach Secrets suchen. Ach Quatsch, die Secrets haben wir ja jetzt alle. So, dann war. Was ist denn hier los? Oha. Ach, ja, ich speichere mal ganz kurz. Das kenne ich. Die Dinger fallen jetzt runter und da kommen wir gleich Monster raus. Aber erstmal muss ich die hier loswerden. Ach du Scheiße, ach du Kacke. Okay, oh, das war einer.
Einer ist da noch. Das sind noch mehrere. Leute. Oh. Auf diesen Spruch habe ich so lange gewartet. God damn it. Was ist denn hier los? Okay. Gut. Also. Oh, das war's dann. Wir haben alle Secret, wir haben alle Monster. Und wir können nach Hause gehen. Die Frage ist nur, wo? Wie lang? Nee. Da hinten ist doch gar nichts mehr. Ach, geht doch. So. Das haben wir soweit. Ich will mal nach der Schrotflinte. Und dann sag ich jetzt mal auf Wiedersehen, auf Wiederschauen. Haus darin.